Moin Moin! Es ist einfach schon Sonntag und ich habe seit Donnerstag kein Video aufgenommen. Das lag aber nicht daran, dass ich nichts aufgenommen hätte, sondern dass ich einfach seit Freitag versuche, ein Video aufzunehmen und das jetzt schon 12 Mal aufgenommen habe und nicht einmal fand ich so gut, dass ich gesagt hätte, okay, das lade ich jetzt hoch, weil das Thema ist halt so ein bisschen prekär, wie ich finde, als YouTuber. Da kann man sich viele Feinde mitmachen und ich habe halt keine Ahnung, wie es bei euch ankommen würde. Deshalb jetzt Versuch Nummer 13. Im vorletzten Video habe ich euch ja gefragt, ob ich mal Firmen anschreiben soll, um ein Gewinnspiel irgendwie rauszuholen, damit ihr mal was Cooles gewinnen könnt. Die überwiegende Mehrheit hat gesagt, ja, Jan, mach das mal, ich will Kram umsonst haben. Ein paar haben gesagt, ich glaube so um die 10%. Ich gewinne ja eh nicht, brauche man nicht. Und dann gab es noch einen relativ großen Teil, der meinte, dass er ein ganz lustiger Vogel ist, aber das ist ein anderes Thema. Also dachte ich, ja cool, machen wir das mal. Fragen wir mal ein paar Firmen nach Zeug, was man so verlosen könnte. Und dann hat ein Zuschauer direkt schon, nämlich der Mehmet, in den Kommentaren mich angeschrieben und meint, hier, ich habe eine eigene Firma, sollen wir nicht mal ein bisschen Zeug von mir verlosen? Ja, was hat er für einen Shop? Er verkauft Handyhüllen und Zubehör und auch noch ein paar anderes, ein bisschen anderes Zeug. Und deswegen haben wir uns überlegt, verlosen wir einfach ein bisschen was aus seinem Shop. Ich darf nämlich 5 Sachen verlosen. Das ist einmal eine 360-Grad-Schutzhülle fürs iPhone 6 oder 6S. Das ist, die hat vorne so Panzerglas drauf, ist einmal ringsrum, also perfekt, wenn man auf Reisen ist. Gerade wenn man irgendwie wandern geht oder sowas, dann braucht man sich nicht sorgen, dass das Handy runterfällt, dann ist es kaputt. Dann, weil ja nicht jeder hat ja ein iPhone 6 oder 6S, haben wir auch noch eine Hülle für ein Samsung Galaxy S6 oder S7 im Angebot. Und zwar ist das eine ganz spezielle Hülle, die könnt ihr euch nämlich selber gestalten. Ihr gebt ihm ein Motiv, was ihr halt draufgedruckt haben möchtet. Und dann kriegt ihr eure ganz persönliche, selbstdesignte S6, S7 Schutzhülle. Und weil ja nicht jeder ein iPhone hat und nicht jeder ein Samsung Galaxy hat, haben wir uns überlegt, verlosen wir noch 3-mal ein Accessory. Da hat er momentan im Shop verschiedene Lederarmbänder. Die sehen ganz cool aus, passen sogar auch zum Thema Reisen, weil die haben so ein Steuerrad von einem Schiff oder so ein Anker von einem Schiff. Also passt das eigentlich, finde ich, auch ganz gut. Und ich finde das einfach super cool, dass er da auf mich direkt schon zugekommen ist und gesagt hat, hier, lass mal ein bisschen Zeug verlosen. Und ich hoffe, ihr, ja, nehmt das auch so positiv auf, wie ich das aufnehme. Und freut euch, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, einfach was zu gewinnen. Und wie geht das? Ja, wie das halt immer so bei YouTuber-Gewinnspielen ist. Ihr solltet den Kanal abonniert haben. Ihr solltet mir unten einen Kommentar schreiben mit dem, was ihr haben wollt und warum ihr es haben wollt. Und dann fände ich es noch echt geil, wenn ihr das Video teilen könntet. Und falls ihr keinen YouTube-Account habt und das ihr auf Facebook seht, dann könnt ihr natürlich auch unter diesem Facebook-Post einfach einen Kommentar da lassen und den Beitrag einfach liken. Und dann passt das soweit und ich werde dann die ganzen Leute raussuchen. Dann warten wir jetzt mal eine Woche oder so um den Dreh, würde ich sagen. Dann kommen die alle bei mir in eine Tabelle rein, dann ziehen wir eine Zufallsnummer und dann wird aus jeder Kategorie, also 360-Grad-Hülle, Galaxy-Hülle und 3-mal aus den Accessories, werden dann Leute aus dem Lostopf rausgezogen. Ihr könnt natürlich auch gerne für mehrere Lostöpfe euch bewerben. Also ihr könnt von mir aus auch euch für alle 3 bewerben. Aber denkt bitte daran, wenn ihr jetzt kein 6S habt oder wenn ihr kein Galaxy S7 habt und diese Hülle euch einfach gar nichts bringt, dann seid bitte so fair und gebt den anderen, die das halt wirklich haben wollen und auch so ein Gerät haben, gebt ihnen die Chance, dass die das gewinnen können. Und ja, ich hoffe, das wird cool. Ich hoffe, das funktioniert. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich bin echt tierisch gespannt und ich hoffe, euch gefällt es, dass ich sowas mache. Und falls ja, dann mache ich das in Zukunft vielleicht öfter. So, jetzt gehe ich einkaufen. Annika ist zu Hause. Ich habe gesagt, Schatzi, ich gehe heute selber alleine einkaufen. Dann brauchst du nicht mitkommen. Dann kann ich mit dem Board fahren, dann bin ich was schneller. Und ich kann noch ein Video aufnehmen. Und ich hoffe echt, dass es dieses Mal so weit passt, dass ich gleich im Schnitt sage, ja, Jan, das ist dann doch so okay und das kannst du veröffentlichen, weil ich habe echt keinen Nerv mehr, ne? Ich weiß nicht, ob ihr selber schon mal ein Video aufgenommen habt, aber versucht das mal, stellt euch mal mit eurem Handy vor den Spiegel, nehmt mal irgendwas auf und guckt euch das danach nochmal an und dann überlegt euch, fragt euch mal, würde ich das im Internet veröffentlichen? Und ja, dann wisst ihr vielleicht, wie es mir gerade geht, wenn ihr da auch so ein bisschen rumstottert und Schwachsinn labert und so weiter. Egal. Schaut mal, hier gibt es 1000 Sachen zu trinken, ne? Aber ich suche einfach nur stinknormales Sprudelwasser. Denkst du, das würde ich hier sehen? Denkst du, ich würde das IGA billig Sprudelwasser finden? Ich bin übrigens gerade im IGA. Gute Home Brand, Black and Gold. Allerdings kein Wasser. Oh Mann, ne? Ich brauche eigentlich noch Wasser und Klopapier, aber ich finde weder das eine noch das andere. Ich bin schon 2-mal durch den ganzen Laden gelaufen. Und ich finde hier auch niemanden, der mir mal irgendwie weiterhelfen könnte. Das ist kein Klopapier, das sind Handtücher.
Papierhandtücher oder Toiletpaper. Luck and go. So, jetzt noch das Wasser. Naja, wie ihr seht, hier in Australien im IJ im Supermarkt sieht es eigentlich genauso aus wie in jedem anderen deutschen Supermarkt auch. Kein großer Unterschied. Was kostet denn ein Kilo Cashews in Deutschland? Ne, ich gebe jetzt auf. Ich finde kein Wasser. Ich finde auch niemanden, der mir sagen könnte, wo Wasser ist. Okay, ich habe gerade nochmal nachgefragt an der Kasse und es ist so, dass die tatsächlich aus sind vom IGA-Wasser. Die haben nur begrenzt. Das ist halt ein ganz kleiner IGA hier. Dann kann es schon mal sein, dass die Hausmarke Wasser vergriffen ist, weil die einfach nur halb so viel kostet wie jede andere Marke Wasser, die es da gibt. Kann ich auch verstehen. Warum soll ich hier 1,50 $ oder so zahlen für eine Flasche Wasser, wenn es das IGA-Wasser genauso gut tut und das gerade mal irgendwie 79 Cent kostet. Heute ist ja echt schönes Wetter, aber gestern, Leute, ich sag's euch, gestern war richtig scheiße. Es hat sogar gehagelt. Das habe ich auch noch nicht erlebt in Australien. Und geschüttet hat es den ganzen Tag, von morgens bis abends. Immer mal so ein halbes Stündchen Pause zwischendurch, aber ansonsten immer ein, zwei Stunden. Schaut mal, habe ich euch wahrscheinlich noch gar nicht gezeigt, ne? Genau neben der Straße, wo wir wohnen, ist nämlich so ein Riesenpark oder sowas mit so einem See drin und mehrere kleinen Seen, so wie dem da. Und ganz vielen Tieren und ganz viel Bewuchs. Ich muss euch das mal gerade zeigen. Ja, hier kommt man nicht weiter mit dem Skateboard. Da muss man dann laufen. Kann man ja an, dass es ein bisschen geregnet hat in den letzten Tagen. Da ist der See ein bisschen übers Ufer getreten. Hat aber auch gestern und vorgestern geschüttet, Leute. Aber schaut mal, ist einfach so schön hier. Warum habe ich euch das nicht schon viel früher gezeigt? Schande auf mein Haupt. Ich kürze jetzt ab. Ich gehe jetzt querfeldein. Hoffe, dass der Rasen nicht zu nass ist und zu schlammig, dass ich hier gleich versinke. Nicht die Vögel füttern. Nice, guck mal, was bei uns hier gerade auf dem Parkplatz steht. So ein 4-Wheel-Drive-Camper-Van. So einen würde ich ja auch noch um die Welt fahren, ne? Ich habe schon mal gerade reingeguckt, ist auf jeden Fall eine zweite Batterie installiert, Isolator, Inverter, was auch immer man halt braucht, um so Strom zu erzeugen. Und hier ist unser Pool. Ich bin mal gespannt, ob wir den dieses Jahr nochmal benutzen werden, weil Annika die Tage gehört hat, wie Nina sich bei einer Freundin ausgeheult hat, dass sie keinen Bock mehr auf Sharehouse hat und dass sie sich mit Greg ein Haus kaufen will. Und da das unsere Vermieter sind hier, kann es gut sein, dass wir uns demnächst schon wieder nach einer Wohnung umgucken können. Aber Annika möchte sowieso gerne lieber in ein Flat ziehen, also nur wir beide. Was ich auch voll verstehen kann, weil das echt nervig ist, wenn zum Beispiel heute Morgen, man kann einfach nicht ausschlafen, weil irgendwer ist immer früh wach und macht dann schon Radau. Irgendwer ist abends immer lange wach und macht dann Radau. Also es ist wirklich nur eine sehr beschränkte Zeit, in der man wirklich seine Ruhe hat. Deswegen werden wir uns einfach mal ein bisschen umgucken, ob es hier vielleicht in der Nähe was für uns alleine gibt. Wir stehen gerade in der Küche und kochen. Es gibt Nuggets mit Kartoffeln und Annika hat auch Pudding gekocht und für sie gibt es Pudding ohne Haut. Sehr strange. Für mich natürlich mit Haut. Puh ja, Pudding mit Haut. Ich habe das Video gerade geschnitten, passt soweit. Ich hoffe, das klappt alles. Toi, toi, toi. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und ich drücke euch allen ganz doll die Daumen, dass ihr der Gewinner seid. Einer der Gewinner.